Ich muss zugeben, ich habe 3 Visitenkarten. Auf meiner ersten Visitenkarte steht Susanne Formanek, Senior Expert Buildings von der Österreichischen Energieagentur. Auf der zweiten steht Präsidentin des IBO, Österreichischen Institut für Baubiologie und Ökologie. Und auf der dritten steht Projektentwicklerin, ich bin im Lenkungsteam von Grünstadt-Grau Forschungs- und Innovations GmbH. In der Energieagentur bin ich im Bereich Gebäude und bauliche Maßnahmen im Center 7 tätig. Wir haben 10 Center und als große Strategie widmen wir uns den Themenbereichen der Vision Zero Strategie. Hier liefern wir Antworten auf die Energiezukunft, des Ausstiegs aus dem fossilen Zeitalter. Dann widmen wir auch uns dem Thema Energieintelligenz. Ganz speziell im Gebäude schaut das so aus, dass man hier die Vernetzung zwischen Gebäude, dann den Technologien, den Gebrauchstechnologien, aber auch der Nutzer und der Erzeuger, der Energieerzeuger herstellt, das sogenannte Smart Living. Und das dritte ist die Transformation. Hier müssen wir uns auch natürlich der Gesellschaft widmen, was benötigt es, um hier eine gesellschaftliche Transformation in der Energiezukunft hier voranzutreiben. Das Institut für Baubiologie und Bauökologie ist ein wissenschaftlicher Verein und in dem Sinn repräsentiere ich den Verein und die Tätigkeiten im Inland und im Ausland und arbeite auch strategisch mit. Grünstadt-Grau haben wir vor mehr als einem Jahr entwickelt. Das ist das erste Innovationslabor für grüne Technologien in der Stadt. Sprich Technologien, die im Mikroklimabereich helfen, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Bauwerksbegrünung, Dachbegrünungen. Und hier habe ich das Innovationslabor gemeinsam mit Vera Enzi und Gerald Steinbauer aufgesetzt. Und in dem Sinn bin ich auch in der Steuerungsgruppe und entwickle gemeinsam mit Vera Enzi die Projekte. Frau im Fokus, das war mir sehr wichtig, dass ich doch nach all den Jahren, als Einzelkämpferin in einer Branche, wo es fast keine Frauen gegeben hat, mich einem Frauennetzwerk angeschlossen habe. Das habe ich auch vor mehr als einem Jahr dann beschlossen. Und ich habe auch sehr lange gesucht und habe ein kleines, familiäres, wirtschaftlich orientiertes Frauennetzwerk gesucht. Und Frau im Fokus bietet genau das. Dort habe ich auch den wissenschaftlichen Touch quasi mit eingebracht. Das heißt, ich organisiere alle 2 bis 3 Monate ein Science Touch Business Frühstück, wo wir Wissenschaftlerinnen einladen, mit uns in den Dialog zu gehen und von ihnen auch Tipps zu bekommen, wie sie es geschafft haben, in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft hier zu diesen Positionen zu kommen. Mittlerweile sehr. War nicht immer so, weil ich einfach eine Einzelkämpferin immer sein musste. Aber in der heutigen Zeit denke ich mir, dass erstens sind Netzwerke sehr wichtig, aber Frauennetzwerke sind noch einmal eine Spur Hilfestellung für Frauen, um sich ja, zu orientieren und auch Hilfe zu holen, Unterstützung, Tipps zu holen für ihren eigenen Karriereweg. Auf eine ungewöhnliche Weise, weil ich in die Bauwirtschaft geboren worden bin. Mein Vater hat schon eine eigene Bauwirtschaft, eine Baufirma gehabt und ich durfte damals nicht in die Bauwirtschaft gehen. Er hat damals die Meinung vertreten, dass das für Frauen kein Gewerbe ist. Und insofern habe ich dann gleich nach der Matura relativ bald ein eigenes Unternehmen gegründet. Und als ich dann doch nach einigen Jahren, also ich habe erst mit 24 Jahren zum Studieren angefangen, gemerkt habe, dass ich Dendrologie brauche, bis ich einmal drauf gekommen bin, dass das so heißt, das ist die Lehre der Hölzer, habe ich auf der Bodenkultur das Studium gefunden, das gibt es heute auch nicht mehr, das Holzwirtschaftsstudium, und habe dann von oben nach unten studiert. Das heißt, ich habe zuerst natürlich alles mir angehört, was ich gebraucht habe, dazu musste ich inskribieren. Zwischenzeitlich ist dann mein Vater gestorben und dann habe ich beschlossen, jetzt studiere ich
alles. Und ich habe auch 10 Jahre gebraucht, weil ich eben kreuz und quer studiert habe, in den Richtungen. Dadurch kenne ich aber auch das Ganze, die ganzen Holzwirte natürlich. Und ich muss sagen, das ist ein Studium gewesen, das sehr umfangreich war. Es hat sich jetzt nicht nur auf die Holzwirtschaft gestützt, sondern natürlich auf die ganze Statik und auf die Bauwirtschaft. Und insofern hatte ich dann das wieder, was ich wollte. Zeit und einen gesellschaftlichen Wandel. Das eine ist Zeit, weil ich einfach glaube, dass wir das jetzt nicht in einer kurzen Zeitspanne von 20 Jahren schaffen. Es hat doch sehr, sehr viele Jahrhunderte, hat eine gewisse Tradition gegeben und wir werden das jetzt nicht, und da muss man realistisch sein, wir werden das nicht in 20 Jahren lösen können und ändern können. So viel Zeit muss man der Menschheit auch einfach geben in der Evolution. Dazu braucht es aber auch einen gesellschaftlichen Wandel und den sehe ich im Moment gar nicht, weil da gehört dazu, dass die Kinder schon von Anfang an eingebunden werden in die Naturwissenschaft, gleichwertig, gendergerecht, jeder natürlich in der gleichen Art und Weise. Und wenn ich mir anschaue, dass heute in der Schule, gerade in der Oberstufe, dann die MINT-Fächer hier gelehrt werden, dann ist das zu spät. Da müsste man schon im Kindergartenalter auf die Kinder zugehen und ihnen Chemie in einer ganz einfachen Version einmal beibringen, dann wäre diese Angst vor diesen MINT-Fächern nicht so groß.